Hallo bei Alles Jagd. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie man den Knochen weiß kriegt, wie man das so ausbandelt. Ich zeige Schritt für Schritt Anleitung. Was man hier sieht, diese dunklen Flächen ist, weil der Jäger das beim Aufbrechen aufgemacht hat und das Wild hat, ist abgehangen und nimmt ein bisschen Farbe an. Besser ist, wenn man das drauf lässt, aber es ist so passiert, der Jäger hat das so gemacht. Aber wie fange ich jetzt an? Jetzt schneide ich zuerst, löse ich mir die, da schauen Sie, da geht der Ader, die schneide ich mal weg. Ich schneide immer gleich weg. Da sparen wir es noch an. Die Achillessehne schneide ich da an der Bade gleich exakt weg. Das blaue Haut ist mal weg. Ich drehe das her. Schauen Sie, da ist das Kniegelenk. Und der Knochen verläuft so auf zwei Seiten. Jetzt schneide ich einmal da rein. Dann sehen Sie, da kommen wir es ganz schön am Knochen entlang. Und jetzt der hier oben. Und wir mal schauen, dass wir die Knochen weiß kriegen. So wie wir das früher gelernt haben. Schauen wir da hinten, das sind die Kniescheiben. Und am Knie. Und da stellen wir jetzt noch was zu das bisschen rein. Schauen Sie, der Knochen ist weiß. Und verschieden. Wo man dann mal aufpassen muss, da ist noch ein kleiner Ding drin, ein kleiner Knochen. Der hat aber nicht drin, der jetzt. Da ist immer ein kleiner Knochen drin, der muss weg. Und dann trenne ich die im Wade gleich vom Zapfen, drehe sie weg, gleich weg, weil da wieder hinten diese Bindehaut, die der Wische so schön, dass sie gleich weg ist. So, mal weg. So, dann drehe sie um die ganze Keule. Jetzt haben wir das Beckenknochen. Das lasse ich drin, weil das ist meistens ein bisschen verdreckt vom Aufbrechen oder vom Jagen, als ich sehe, das lasse ich drin, das tue ich nicht. Dann schneide ich da. Schneide das mal weg. Jetzt tun wir mal so, wie wir es früher gemacht haben. Dann ziehen wir das Rücken ein bisschen runter. Da ist jetzt das Kreuzbein. Da ist ein Beckenknochen, ein Kreuzbein, da ist ein Loch drin. Schauen Sie, da ist ein Loch drin im Knochen. Dann da ist der Oberschenkelknochen, ist da in der Pfanne, da ist er drin. Da müssen wir die Sehnen durchschneiden. Du klemmst mich jetzt wieder. Und da ist es. Jetzt haben wir hier die Nummer. Nur schauen, nicht ins Fleisch reinstechen. Schön auf der Beinhaut bleiben. So ist früher ausgebandelt worden. Schauen Sie, der Knochen ist weiß.
Jetzt drehe ich das Ganze wieder um. Hier sieht man das nicht ganz, weil es ein bisschen verdrucknet ist. Aber da geht die Ader rüber. Da schneide ich jetzt rein. Da schaust du, da ist die Nuss. Da schneide ich rein. Schaust du. Geht auch den Vlies entlang. Das ist die Blutader. Da müssen wir aufpassen, dass man da nicht zu tief ins Frikandel reinschneidet. Dass man gar nicht reinschneidet. Drehe das her. Dann und da. Aber wichtig ist, dass die Beinhaut, siehst du die Beinhaut, dass die da durchschnitten ist. Jetzt gehen wir da her. Und da die Kniescheibe durch. Und da fahren wir mit dem Messer her. Dadurch trennen wir die Beinhaut. Da ist meistens der Knochen ein bisschen stärker verwachsen. Das geht. Schauen Sie. Da habe ich früher noch alles nachgeputzt. Und wir sehen, der Knochen ist weiß. Dann die Kniescheibe stellen wir jetzt raus. Die stellen wir schön flach raus, damit wir da in die Nuss reinstechen. Schmeißen wir weg. Das kann man jetzt. Ich schneide das andere weg und schmeiße es aber weg, weil es verdreckt ist, damit es schön ausschaut. Das ist nur optisch, damit man wirklich die Knochen weiß sind, so wie wir es wie halt gelernt haben. So haben wir es früher gelernt, ja. Da ist die Schale, oder in Deutschland die Oberschale. Die trennen wir jetzt weg. Die läuft. Und da ist es. Schaut, da muss man aufpassen, da macht ihr so ein Ding zurück, weil da ist die Wade. Und da schaut man noch nicht. Sieh, wenn das Ding kommt, da kommt das sogenannte falsche Filet oder wie ist immer von Region zu Region hat das andere Bezeichnung. Wir sagen dazu halt. Schau, jetzt haben wir die Oberschale. Da die Schale. Hier haben wir noch, wie gesagt, das falsche Filet, das Frikandeau, die Wade noch, die Nuss und die Huft. Und bei der Huft, schauen Sie, so schnell meine. Das ist die Nuss, da ist das Frikandeau. So. Dann stelle ich da die Wade auf. Das falsche Filet. Da ist das Hüferschwanzerl oder in Deutschland auch das Bürgermeisterstück. Wenn wir schauen. Ich schaue mal weg, das ist. Das schüttle ich so aus. Jetzt putzen wir noch zu.
ich bin ja heute schon mal weg. Da ist wieder eine leichte Verschmutzung. Die schneiden wir auch weg. Das fährt schnell mal weg. Und da hinten, das ist Sulzige. Das Bürgermeisterstück. Ich schneide daraus ein Ragout oder faschiertes. Ich schneide da eine, schon. Und dann ziehe ich das Messer gleich so drüber. Und dann habe ich da die Haut da unten. Schöne Würfelschokolasch. Das wird faschiert, das schneide ich weg. Dann bei der. Da muss so eine Bindehaut, die schneiden wir weg. Schmeißen wir weg. Da schneiden wir schön. Die Haut schneiden wir weg. Immer schauen, dass schön gerade Schnitt sind. Das ist nicht so. Dann drehen wir das her. Da ist die sogenannte Spinne drin. Da fahren wir runter rein. Das ist da. Da bei der Huft. Ist da so ein gewebsreicher Teil drin? Nicht schwer, dann schneiden wir weg. Dann schneiden wir das Grat. Dann haben wir die Hüfte. Das ist für Ragout, Ragoulasch. Das nehmen wir für Verschiertes. Jetzt haben wir das falsche Filet. Da schneiden wir da die Bindehaut schon mal runter. Da schneiden wir es vorne wieder gerade und da schneiden wir. Jetzt haben wir die Wade, die nehmen wir für Gulasch. Das wäre bei uns in Österreich, wäre das der Zapfen. Wie gesagt, das heißt da überall anders. Das ist da von Region zu Region ganz unterschiedlich. Schönen Würfel. Das muss ich mal sehen. Bei den Gulaschwürfeln ist immer auch wichtig, dass es schön, dass es durchgeschnitten ist, dass es nicht zusammenhängen kann. Da haben wir nichts dran von der Wade. Davon schneide ich die Zehenköpfe immer grob weg. Hinten der Schnitt weg, weil es nicht so schön ist. Wissen Sie, das ist schon schwarzer Zuschnitt. Der ist schon sauber. Das war das kleine Knochen drin, den tun wir auch raus. Ich muss aufpassen, das ist Wadenbein drin. Das ist ein ganz feiner Knochen, oder geht raus. Der geht raus. Dann haben wir es zugeschnitten. Das wird zu groß sein für Gulasch, dann fahren wir durch. Ich will das Gefühl sagen, wenn es nicht zu großes Stück ist, lassen Sie das, schneiden Sie es nicht, sondern schneiden Sie es einmal mitten durch. Immer schauen, dass es durchgeschnitten ist. Jetzt da haben wir so eine Bindehaut drauf, die schneiden wir hier weg.
Das ist das Frikando. Das Frikando oder Schwarzschnitzel vorne wäre der sogenannte Tafelspitz. Sehr hervorragend, gut zum Kochen. Ah, Hirschfleisch zum Kochen ist hervorragend. Schnell mal weg. Die Gewebshäute, was da sind, schauen wir alle weg. Dann entfernen wir noch die grobe Sehne. Schaut, das ist wirklich nur eine dünne Haut, die schneiden wir weg. Dann, da sehen Sie eine Sehne, diesen Teil schneide ich weg. Hier gehen wir zum Faschierten. Dann da schon mal Apfel weg, das ist ja wieder so sehnig. Jetzt drehen wir es ganz um. Geh schnell hinten diese Bindehaut. Sie kriegen sie immer abgeschnitten. Wenn sie beim Absingen nicht ganz aufgepasst haben, dann haben sie gar keine drauf. Dann geht es eh nicht. Dann mal das Frikando. Dann haben wir die Nuss. Da ist das Knie drin, das nehmen wir weg. Da hat der Jäger beim Aufbrechen. Hat er da aufgemacht, das schmeißen wir weg. Alle weg. Dann ist da immer so ein bisschen Schauen Sie, da ist die Beinhaut schön drauf, gell? Kein Schnitt drin. In die Haut. Das schmeißen wir weg. Das nehmen wir wieder für Faschiertes. Alles, was ein bisschen was fetter ist oder blutig ist, schneiden wir weg. So, und da haben wir jetzt die Schale. Da geht der Schalendeckel. Da war das Ende vom Wild. Da müssen wir reinschneiden. Da geht er zurück. So, gehen wir. Und wenn Sie die Oberschale hernehmen, schauen Sie, da ist immer Ader drin, die geht raus. Die müssen da reinstehen. Das ist zum Außer. Das tun wir weg.
Und hinten ist noch eine grobe Sehne, die tun wir weg. Da stellen wir es wieder gerade. Das wäre die Schale. Das ist die Ader, schnell mal weg. Das geht schon verschiert. Schauen Sie, und da hat er leider, da war er beim Aufbrechen nicht ganz sauber. Da können wir ein bisschen wegschneiden und woanders schmeißen wir die weg. Weil das ist das nicht gut. Das schmeckt nichts mehr. Hätte er zulassen sollen. Das ist auch verdreckt, tun wir weg. So, was haben wir jetzt alles? Da haben wir die Nuss, dann haben wir die Oberschale, hinten mit der Ding entfernt, dann haben wir das Frikandeau entfließt, dann haben wir das sogenannte falsche Filet, dann haben wir die Hüfte und das Gulasch. Und die Knochen noch. Sie sind weiß. Ja, das sind weiße Knochen. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, bitte Daumen nach oben, abonnieren Sie mich, Ihr Profimetzger Ralf.